Da ist schon fast mehr Strand als Strom. Der Rhein heute bei Emmerich. Auch bei Düsseldorf oder Köln. Von oben wird erschreckend deutlich, wie mager der mächtigste Fluss Deutschlands geworden ist, wie wenig Wasser er führt. René Schadowski und Jörg Christian sind leidenschaftliche Angler. Sie fischen mit ihrem Verein an einem Seitenarm des Rheins bei Bornheim. Und der ist derzeit nur noch ein Rinnsal. So Niedrigwasser wie jetzt habe ich in den Jahren, ganzen Jahren noch nie erlebt. Ich meine, da gab immer mal wieder Schwankungen, mal Trockenzeiten, aber das ist schon außergewöhnlich. Diese Buhne ist normalerweise vom Wasser umspült. Jetzt ist sie meterweit entfernt vom Fluss. Fischen ist hier kaum noch möglich. Bei so wenig Wasserstand muss man schon die Buchten suchen, wo die Fische sitzen. Weil die sind ja auch nicht im warmen Wasser bei den Temperaturen. Und auch mit den Booten können sie nicht mehr raus. Die haben ja kein Wasser mehr unterm Kiel. 6 Wochen kommen wir schon nicht mehr raus mit dem Boot. Das Niedrigwasser sorgt für gedrückte Stimmung. Nicht nur bei den Fischern, auch bei Spaziergängern heute am Rhein. Ja, schon. Also wenn man dann weiß, die Schiffe können nicht mehr so fahren, wie sie sollten. Und so insgesamt natürlich die Auswirkungen, wenn man dann weiß, das ist eine Folge des Klimawandels. Und das sieht man dann hier so hautnah. Dieses Niedrigwasser bedeutet ja letztlich, dass es über Wochen, Monate kaum geregnet hat. Und das macht ein Stück weit einfach Angst. Das ist es, der lange Zeitraum, nicht, wo das so trocken ist, kein Regen kommt. Das ist ja nicht nur der Rhein so, andere Gewässer sind ja auch so betroffen, nicht? Und zwar überall im Land. In der Biggetalsperre ist der Wasserstand sichtlich niedrig. Auch die Weser hat sich ziemlich weit zurückgezogen. Und von der Erft ist in Bad Münstereifel gerade kaum etwas zu sehen. René Schadowski und Jörg Christian fragen sich, wie sich das alles wohl weiterentwickelt. Regenschauer werden immer weniger. Ob es nochmal so ist wie vor 2 Jahren, dass wir wieder normal da oben angeln können, weiß man nicht. Und bleibt das jetzt so, trocknet es noch mehr aus? Ist die Frage. Das bisschen Regen, das in der Nacht gefallen ist, ein Tropfen auf den heißen Stein. Es muss schon sehr viel länger regnen, um den Rhein wieder zu einem mächtigen, starken Strom anwachsen zu lassen.